Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Hubis Bundeshaus, heute wieder mit dem bodenständigsten, vernünftigsten, erfahrensten Bundeshausjournalist von der ganzen Schweiz, ja vielleicht sogar von der ganzen Welt, mit dem Hubi Moser. Danke, dass du heute Zeit hast. Übertrieben wirst du nicht merken. Ja, vielen Dank, dass Sie heute wieder zuschauen. Wir fangen wie immer an. Hubi, was ist das interessanteste, spannendste, brisanteste Thema für dich vor der Woche? Ja, da gibt es verschiedene. Es ist immer noch die ganze Migration, die sich noch im Raum steht, hier mit Lampedusa. Es gibt Leute, Chefredaktoren von diesen Zeitungen, die einfach das Gefühl haben, das finden nicht statt, also wie der Ruttishauser im Sonntagszeitung mal gesagt hat. Aber wir leben ja ständig da, haben wir nichts im Griff. Wir sind wieder Schaffhäuser, der Mord am Bahnhof, wo man Somalier begangen ist. Und da haben sie zuerst die Zeitung da behauptet, oder da nicht wollen die Identität von denen bekannt haben. Erst nachträglich die Sache, dass ein Somalier da einen abgestochen hat. Gut, ich weiß jetzt nicht, was da alles noch drumherum passiert ist, aber es sind ja immer wieder Somalier, Eritreer, die da Messerstechereien machen. Und hier in der Schweiz ist das immer negieren, als ob das alles zusammen tipptopp wäre. Und als ob man da Migration total im Griff hat und nichts mehr im Griff hier. Würdest du sagen, jetzt haben wir 2015, 2016, ist ja die wirklich bekannte, berühmte Flüchtlingskrise gewesen, wie man sie damals oder heute rückblickend genannt hat. Ist das weniger schlimm, schlimmer, gleich schlimm wie damals? Wie schätzt du das ein? Ja, also ich würde sagen, dass wir sind auf dem Weg dorthin, wie es damals gewesen. Damals hat es eine ganze Massenwanderung auf die Piste nach Westeuropa gemacht, da über die Balkanroute. Heute kommen sie über das Mittelmeer und immer noch über die Balkanroute. Und wenn es so weitergeht, haben wir bald genau die gleiche Situation wie 2015. So. Wir sind jetzt bei 28'000 Gesuche, die sind im Jahr wahrscheinlich werden kommen. Vielleicht wären es noch 30'000 gewesen und so. Das ist einfach viel zu viel. Nicht so 10'000 sind zu viel hier. Es verträgt einfach hier nicht mehr. Wir wissen nicht, wo wir mit diesen Leuten sie unterbringen. Und wir sind einfach ein Hoch... Tiers Land, wo wir sehen, nicht was mit diesen Leuten hier machen. So viel, das sind nicht Fachkräfte, oder? Wenn du, wir reden eigentlich praktisch jede Woche über Migration. Jetzt reden wir mal anstatt Migration, reden wir über Integration. Wie würdest du die Flüchtlingsströme, ja, die bootvollen Leute, die da übers Mittelmeer von Afrika kommen, wie würdest du die, wenn sie in der Schweiz ankommen, wie würdest du die ganz konkret in der Schweiz integrieren? Ja, anstatt dass man da ein Rückschaffungsabkommen macht mit aller Welt, mit ganz Afrika, wo ja sowieso nicht greifen, wo sowieso niemand sich da, die wollen sich ja gar nicht mehr zurücknehmen, würde ich mal mit diesen afrikanischen Staaten Partnerschaften machen und sagen, wir übernehmen von jedes Jahr so und so viele junge Leute, wir bilden die hier aus, dann können sie die Zeit lang hier arbeiten und nachher gehen die wieder zurück in ihr Land und dann können die da weitermachen mit dem, was sie gelernt haben. Das wäre doch eigentlich die Lösung. Und doch nicht hier einfach alle reinlassen, die keine Ahnung haben. So, wir können ja von denen nicht einmal schreiben und lesen. Ich meine, was soll das hier? Das ist doch keine Situation. Das ist doch gescheiter, der denen etwas anbieten und sagen, okay, wir bilden von eben eine gewisse Zahl von Jungen hier in uns und lassen hier ein paar Jahre arbeiten, dass sie Know-how haben. Und nachher müssen sie sich aber verpflichtet, zurück in ihre Länder zu gehen und da weiter arbeiten und nicht hier bleiben. Jetzt ist diese Woche Themawechsel, diese Woche ist ein Riesenthema, eigentlich schon letzte Woche war es ein Riesenthema, die Affäre Lederach. Da ist ein SRF-Doc rausgekommen, wo die Machenschaften von Jürg Lederach, dem ehemaligen Patron von dem Schocki-Produzenten, eigentlich relativ kritisch beleuchtet hat, wo ihm da eigentlich ja unglaubliche Zustände in dem sehr christlichen, in der christlichen Schule eigentlich angelastet hat. Fast schon eine kampagnenartig gemacht hat. Wie hast du die Doc geschaut? Mit was für Gefühl denkst du? Wie isst du heute das Schöckli von Lederach? Mit was für Gefühl? Ich esse das Schöckli von Lederach. Genau gleich. Ich tue das nicht zusammen, in keinem Zusammenhang für mich. Das ist höchstens ein Zusammenhang für irgendein paar gute Menschen, die sich da moralisch erhaben fühlen. Ich muss einfach zu der ganzen Geschichte sagen, ich weiß nicht, was in der Schule passiert ist. Das ist dargestellt worden. Ich kann das einfach nur wiederholen, was eigentlich immer privat ist. Sagen so. Wir sind in der Schule, in der normalen Schule, die Fisch, in der Säck, noch abgeschlagen worden. Da sind Lehrer mit Fußschlägen auf uns zugegangen, mit Faustschlägen. Und ich meine, das alles zusammen haben wir hingenommen, wir haben das nie einmal daheim erzählt. Und geschweige denn, dass wir 50 Jahre später da einem Lehrer irgendeinen Vorwurf machen oder so. Das ist einfach so gesehen, die Zeit, das wir damals gesehen.
Ich entschuldige das nicht, was da passiert ist. Aber da, was mich allerdings da beelendet bei der ganzen Geschichte ist, das Filmfestival, da plötzlich, dass ich da degutiert von den Lederachs distanziert, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Ich muss mich erinnern, wenn ich das gesehen beim Polanski 2004 oder 2005 oder so, wo durch der jetzt einen Ehrenpreis beim Filmfestival in Empfang nahm. Der Regisseur. Der Regisseur. Und der hat hierher gekommen und der hat den Preis empfangen. Und der hat schon einen Verhafter von der Schweiz, Devlin Widmer Schlumpf, das damals veranlasst. Weil in den USA gegen innen noch immer das Verfahren gelaufen ist wegen Vergewaltigung. Und was haben die gemacht, hier die Filmschaffenden oder Filmfestival? Die sind da völlig entrüstet gewesen, dass man dem Polanski so etwas antut und so. Also für mich gibt es einfach zwei Klassen Justiz. Auf der einen Seite die vielleicht nicht ins Schema passen, weil sie vielleicht der Freikirche angehören und vielleicht anders steigen als der Mainstream. Und auf der anderen Seite der Künstler, der darf sich alles erleben offenbar. Damals wenigstens, heute ein bisschen weniger. Und? Ja, mehr nicht. Ich finde das sind einfach zweierlei Maß, die da gelten. Und vor allem vom Filmfestival. Zürich, also sich so in die Boxen, ohne Anklage, ohne nichts, einfach von einem Film, von einem Doc-Film, sich da einfach als Anlass nehmen, für sich von jemandem zu trennen, also ich weiß nicht, das ist ein lächerlich. Was wäre jetzt deiner Meinung, was wäre da die maßvolle, die vernünftige, eigentlich die korrekte Art, um über genau so einen Vorfall zu berichten? Ja, Vorfall, man müsste vielleicht mal genau wissen, was passiert ist und wie schlimm das ist, oder ob das überbordend hat und so. Aber auf jeden Fall kann man sich sicher nicht auf das Unternehmen schließen und daraus jetzt den Söhnen auch noch einen Strick daraus ziehen und ihnen wirtschaftlich schaden, weil sie vielleicht politisch in den Kram anpassen oder weil sie vielleicht zu viel mit Traditionen oder mit der Kirche verbandelt sind. Auch ein Strick dreht, wenn wir gerade bei dem sind, auch ein Strick dreht, der aktuell ja, der SVP eigentlich, weil so gewisse Exponenten von dieser Partei, oder fast, man sucht fast schon nach Exponenten von dieser Partei, die im Kontakt gestanden sind, beziehungsweise Dienstleistungen angenommen haben oder einfach irgendwie geheime Machenschaften gehabt haben mit einer rechtsextremen oder angeblich rechtsextremen Organisation Junge Tat. Die NZZ hat auch geschrieben, wie rechtsextrem eigentlich, oder was sich da die SVP eigentlich erfreche mit dieser rechtsextremen Organisation zusammenspannen und wie rechtsextrem dann die SVP sei. Wie denkst du oder wie verfolgst du den Fall mit was für Gedanken? Ja, also ich denke, die SVP wird generell lieber in eine rechtsextreme Ecke gerückt. Und vor allem solche Sachen, die immer wieder da die Grenzen vermischen, die es gibt. Die SVP, das ist keine rechtsextreme Partei. Das ist eine rechtsbürgerliche Partei. Und die Partei achtet demokratische Spielregeln, was man von der Linken nicht immer sagen kann, aber hier da. Aber da gibt es immer wieder Ausfälle. Und da gibt es natürlich Fälle, wo das immer passiert. Das ist seit 30 Jahren, kehre ich das immer wieder, dass die mit denen da paktieren, mit denen da. Wenn der Freisinger auf Poland ist, da mit einem Rechtspopulistisch diskutieren, hat man schon das Gefühl, er will da, weiß nicht, was ich führe. Da müssen mal die jungen Userlösen, was sie lesen, die reden, die schreiben das immer Positionspapier ständig, dass das SVP eine faschistoide Partei ist. Das ist ja lächerlich. Ich meine, es gibt keine demokratische Partei als SVP. Da wollen die eine Ecke stellen mit Mussolini und Company. Das finde ich einfach eine Frechheit. Nur, wenn jetzt eine junge Frau mit einer jungen Tat zusammen ist, ja gut. Wie das jetzt berichtet wurde, ist die hat sich ja zurückgezogen jetzt und so, aufgrund vom Druck. Wenn sich die Linke genauso zurückzieht, zum Beispiel der Molina, der damit linksextrem, in Anführungszeichen, wie extrem das sie sind, aber sie sind gewalttätig auf jeden Fall, gegen demonstrieren, der zieht sich nichts zurück. Das verteilt das, entschuldigt man sich und so. Sogar vermummt und so. Und sich da fotografieren, das finde ich irgendwie auch wieder so eine komische Doppelmoral, die man da gelten lässt. Hast du das Gefühl, der SVP schadet das oder nützt das mehr? Ja, ich habe das Gefühl, das schadet der SVP, weil die Leute nicht gar extreme Partien, sowohl links als auch rechtsextreme Partien, ist nicht. Die wollen einfach bürgerliche Partien, die ihre Anliegen vertreten und vor allem, die gesunden Menschenverstand lassen wollen. Und das ist, glaube ich, keine Partei mehr als die SVP. Und von daher, ja, es kann einen gewissen Effekt haben, aber sicher nicht der grosse Effekt, den sie also mehr hoffen, indem sie die Geschichten hochspielen, obwohl das irgendwie so eine Randnotiz ist. Aber interessant ist ja vor allem, dass je mehr eigentlich an der SVP oder der Volkspartei die Schuhe abputzt wird, je mehr dass sie
dass alle auf seine reinklopfen, die Medien, politische Parteien sowieso, desto mehr steigen sie eigentlich in den Umfragewert. Hat das, siehst du da irgendeinen Zusammenhang oder wieso eigentlich, wieso ist das so? Ja, weil die einfach bei den Gewinner wollen sein und nicht bei den Verlierern, was bald ist. Aber das, ich habe euch festgestellt, wie du bei diesen Wahlen, dass alle Parteien, sogar inklusive der FDP, ständig mit der SVP Wahlkampf macht. Die wollen sich einfach an der SVP reiben und dann von dem Profit schlagen. Das ist immer so. Am liebsten geht man mit bekannten Persönlichkeiten duellieren, sich in öffentlichen Dingen. Da hat man viel Publikum, da kann man sich selber profilieren. Da gibt ein Glanz, ein Stück Glanz von der bekannten Persönlichkeit auf einen ab. Das ist ein Altsymbol. Nur in dem Fall hier ist es kontraproduktiv, weil davon profitiert nur noch die SVP. Für was steht eigentlich die FDP? Ja, keine Ahnung, die steht einfach für nichts. Das ist heute die gleiche Wischiwaschi-Partei wie die CVP. Vor 20 Jahren stand ungefähr da, so hin und her gerissen. Also das beste Beispiel ist also CO2-Abgabe. Der Typ, der die CO2-Abgabe mit vielen Verboten drin verteidigt hat, bei der FDP, der Ständerat Damian Müller, der hat jetzt seine neue Vorlage mit weniger Verboten und saftere Vorlage vertreten, mit der gleichen Werbe, mit der gleichen Überzeugung. Das ist einfach zum Lachen. Die Partei steht einfach gar nichts. Ich stelle einfach fest, der Thierry Burkel hat die Strategie, immer gerade darauf zu springen, wo das von Pedro ist. Und die Geschichte als die zahmeren Bürgerlichen zu präsentieren. Und das kommt nicht gut an. Das kommt einfach nicht gut an, weil die Leute, die wollen nicht so halbzahmer. Die wollen klare Positionen. Und nicht Positionen, die jetzt so mit einnehmen und nachher während der Wahljahr nicht mehr einnehmen. Weil die FDP, wenn sie darauf abkommt, stimmen Steck Wendel nie mit der Rechts. Dann stimmen Steck Wendel da, wo die Mehrheiten sind. Und genauso handeln dort die CVP und die BDP. Für was steht der FDP-Parteipräsident Thierry Burkhardt? Der steht für jung, erfolgreich und für, ich weiß auch nicht, er will ja rechtsbürgerlich sein, aber letztendlich, ich habe die Ideen, die er da bringt, das sind alles Ideen, die er von der SVP abgekupfert hat, von ihm selber. Was kommt da von ihm selber? Gar nichts und so. Also ich meine, der ist doch da im Lastwagenverband. Ich habe da einfach nie etwas Gescheites in der ganzen Verkehrspolitik gehört oder so erzählt. Der steht jetzt so an und die haben das Ende im Fernsehen auf den Punkt bringen. Und wenn ich denen zugelassen habe, ich sehe das alles andere, aber nicht auf den Punkt bringen. Die haben da um den heißen Brei herumgeredet, Erflundes und so. Und da auswirfen, da erklärt. Und wenn sie so wie ein Ausschweifen nicht präzise sind, genau, dann haben sie einfach nichts zu sagen. Die haben einfach nichts zu sagen. Was sie sehen, ist einfach, die tragen, die FDP trägt heute und der Thierry Burkhard hat eine Arroganz zur Schau, die einfach unverständlich ist, die einfach nicht zu einer Partei passt, die noch knapp 16% haben, glaube ich, so etwas. Sie sind mal die stärkste staatstragende Partei, aber jetzt sind sie es nicht mehr. Weißt, die verlieren schon noch ein bisschen. Aber die stehen in keinem Verhältnis zu der Art, wie sie sich auftreten und geben, zu dem, was sie eigentlich noch darstellen. Die haben eigentlich gar nicht mehr Anspruch auf 2 Sitze im Bundesrat. Wer sonst? Ja, die sollst du die Sitze an den Grünliberalen geben oder sonst. Oder der SVP einen dritten Sitz. Die SVP hätte, wenn sie nochmal gewinnen, die SVP hätte eher näher am dritten Sitz als die FDP am zweiten Sitz. Die FDP, ein Sitz lenkt für die Politik, die die da machen. Gemäss Umfragen würde ich eben die SVP, hast du auch gesagt, würde die SVP zulegen. Ich glaube, etwa 3%, wenn ich es richtig im Kopf habe, würdest du mich korrigieren. Ist eigentlich aufgrund, wenn man könnte eigentlich daraus schliessen, dass die SVP zu Mainstream geworden ist, weil jetzt die sogar wieder zulegen und so. Stimmt das oder ist das völlig falsch? Nein, die profitieren von der aktuellen Konjunktur. Das sagen wir mal so. Also, Themenkonjunktur, von der Migration, die wieder ein Thema geworden ist und so. Ich meine, es sind ja nur ein paar Linke und irgendwelche Mittepolitiker, die das Gefühl haben, wir können in diesem Land 180'000 Leute neu dazu bringen, ohne dass etwas passieren hier. Ich meine, jeder erlebt das irgendwo im Zug, auf der Straße, im Auto, bei der Wohnungssuche, Tag. Alles wird teuer. Das ist ja nicht Grund, wieso. Das ist, weil wir alles zusammen mehr Leute da sind. Die Infrastrukturen müssen ausbauen, die Leistungen müssen ausbauen. Und das kostet alles Geld, das alles zusammen, bei einem gleichzeitigen Verzicht auf Öl und Atomkraft und so. Bei
mehr Leute, das ist ein Mörder, ist, was wir da abziehen. Wir sind drauf und dran, das Land kaputt zu machen. Was nervt dich dort in dieser Beziehung eigentlich am meisten? Du hast jetzt mehrere Probleme gesagt, ÖV, steigende Prämien, teureres Wohnen, all das Zeug. Was nervt dich eigentlich am meisten? Alles nervt mich. Mich nervt das, wenn ich irgendwo einsteige und es sind volle Busse, volle Züge und so, dass du auf der Straße so gehst und es in die Stadt, weil voll Stau, alles eine Stausituation ist. Du kannst gehen, egal wo du gehst, ob du jetzt Wochenende, wo gehst, ich wohne im Appenzell, Wochenende im Appenzell, hinterste gehen will wandern, sind da massenhaft von Leuten, massenhaft. Das ist wie Zürich auf der Bahnhofstraße in der Zwischenzeit, am Sonntag, wo schönes Wetter ist. Ich finde doch das nicht mehr normal. Anstehen quasi zum Wandern gehen? Ja, so in dem Stil. Ja, da müssen wir mal dahinter, ich bin Wasser auch im Brief zu sehen. Das ist eine Katastrophe. Was ist eigentlich, jetzt haben wir da mehrere SP-Parlamentarier, die ihre Bundesratskandidatur angekündigt haben. John Pult, Matthias Ebischer, Roger Nordmann jetzt ganz neu, Daniel Josic, wahrscheinlich kommt Evi Allemann. Wer würdest du sagen, wer ist eigentlich von all den Politikern, die jetzt die Nachfolge von Alain Berset wollen antreten, wer ist da weg? Wer ist da eigentlich die beste Option? Die beste Option ist für mich, sag's nach wie vor, der, der nicht antritt. Das ist der Pierre-Yves Maillard. Aber jetzt von denen, die da abtritt, bin ich immer noch überzeugt, dass der Josic die beste Option ist. Es ist jetzt der Roger Nordmann oder Zürcher. Ich finde es einfach lustig bei Roger Nordmann. Das zeigt ja wieder, wie die Journalisten und andere abschreiben. Der behauptet, der erzählt irgendetwas da. Und der glauben alle zusammen, ja, ja, das ist so. Der Roger Nordmann ist ein umgänglicher Mensch. Das muss man kennen, das weiß ich selber. Und ich habe mit dem viel geredet und ich weiß, was er ist. Entschuldigen Sie bitte, wir mussten den Platz, den Standort verschieben. Und zwar sind da Bauarbeiten gerade losgegangen. Es wäre für Sie unzumutbar gewesen, wie mit den Geräuschen. Also Hubi, du bist beim Roger Nordmann gewesen und das wäre unzumutbar für dich? Ja, nein, nicht unzumutbar. Er ist wählbar. Der ist sicher wählbar. Und von seiner Art und von seinem Können und vom Politik-Ding ist er wählbar. Und ist sicher einer, der bereit ist, Kompromisse zu machen. Das kann er ganz sicher. Aber ich finde es etwas aufgesetzt, wenn er da kommt und sagt, dass ich quasi keine Berührung mit der SVP. Also wenn ich das feststelle, dann darf ich da als Anti-Josic präsentieren. Ich mich erinnere, der Josic hat doch gesagt, jetzt müssen wir alles dran nehmen, für die SVP zu bekämpfen und so. Und er kommt jetzt daher und sagt, mit der SVP kann man reden, er ist da schon aufgetreten, er hat Positionen vertreten und so. Er ist sicher ein witziger Mensch und er ist sehr ehrgeizig, weil er praktisch für jeden Posten kandidiert, der Gott sich zur Verfügung gestellt und so. Das ist ja lustig. Seine Frau hat immer mal darüber genommen, Bricolatorica, das heisst Bastler, das ist ja genau, das ist immer so irgendwas am Basteln und so. Ich habe Bücher geschrieben über Sonnenenergie, die eigentlich Fantastereien sind aus meiner Sicht. Die einfach nie funktionieren, aber behauptet, die funktionieren. Und von daher, ja, also aus meiner Sicht ist er sicher besser geeignet für den Job als ein Beat Jantz, ein Matthias Ebischer oder der letzte, der John Pult. Die sind einfach für mich nicht da. Allerdings muss man sagen, gleich wie der John Pult ist er auch ein extremer EU-Befürworter. Er war damals aus dem Gruppli bei der Massenwanderungsinitiative danach oder im Vorfeld von der Abstimmung, die in der Delegiertenversammlung im Jura damals auch für den EU-Beitritt geweibelt hat und Diskussionen und so. Er gehört immer zu der EU-Gruppe da. Aber das ist wahrscheinlich mit seinem welschen Charakter zusammen. Die ja immer da schon offener sind für die EU und so als hier in der Schweiz. Aber ich würde jetzt mal der Nordmann nicht a priori ausschließen. Ich finde der noch eine interessante Kandidatur, genau weil er aber nicht so ein Hardliner ist. Also Hardliner ist er schon, also alles was Alternativenergie ist. Aber vielleicht nicht gerade so unflexibel im Kopf, dass er das nicht könnte denken. Und nachher hast du noch den für alle Mann, glaube ich, noch gesagt. Da. Ja, das ist einfach so eine Karrierefrau von der SP, die keine Berührungsängste hat mit der FDP. Die hat ja sehr gute Beziehungen zum heutigen FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Und ich habe es wenig beurteilt, wie sie den Job im Bär macht.
aber das ist ein Fließige, das ist also, das ist im Nationalrat, wo die herrscht, ist die nie groß aufgefallen, immer sehr still, immer so sehr karrierebewusst, was will werden und so, immer schon Exekutivämter gesucht, so ähnlich wie Flavia Wasserfall, wo ich immer so eher so also politisiert haben, wo Schnickert müssen die in wie sagst du, in Kampf ziehen und kämpfen. Ja, vielleicht auch das durch mich ebenfalls Wahlbeworfen. Ja. Ein Name, wer ist Stand heute Hauptfavorit? Boah, das ist eine schwierige Sache. Also, ich würde mal sagen, der Pult und der Ebbesen schließen mal komplett aus. Ja. Die halte ich für völlig unfähig für das Amt anzunehmen. Ich finde das sowieso ein Ding. Und dann haben wir dann noch den Jans, der sehr gefährlich ist. Das ist ein absoluter Ideolog, dass der gehört da ganz sicher nicht in die Regierung drin. Das ist der Josic, der Normann und die Evi Allemann, wenn die kommen. Und das wird einer von den drei, oder wenn wirklich zwei auf das Ticket bringen. Aber die Basler werden alles machen, um der Jans da irgendwas zu retten. Ich denke, mir für unser Land ist ein grosser Schaden, wenn der Jans in die Regierung kommt. Weil der einfach unversöhnlich ist, weil der einfach momentan sehr viel Kreide frisst. Und sich als umgänglicher Typ, aber das ist er gar nicht. Das ist einfach ein Hardliner-Ideolog noch dazu. Ich hoffe es nicht, dass er das gewählt wird. Wer ist eigentlich generell der gefährlichste Politiker der Schweiz? Ja, ich würde fast sagen, der Molina, aber der hat einfach kein Gewicht im Parlament. Der hat immer so Extrempositionen, weil ständig gegenüber im Ausland da. Lieb Kind sein und so, jetzt hast du doch schon wieder da, jetzt hat der Bundesrat die Serben in die Schuhe stellen und so, wegen dem Kosovo und so. Also ich finde das nebst das schön, dass die sich ständig in diese Politik da mischen, obwohl das keine Ahnung hat, was für Sachen das da machen. Abgesehen von dem, die Kosovo-Albaner sind ein muslimisches Land und die Serben sind orthodox. Und weil es standartig ist, rein vom Ideellen und vom Kulturellen näher, das überlegen, das ist denen egal. Also müssen zuerst der Bundesrat, müssen den Kosovo verurteilen. Von daher sind sie gefährlich in der Hinsicht. Aber die wirklich gefährlichen sind die stillen Krämer, die wir jetzt gerade alle zusammen da ziehen und die ständig irgendwas da probieren, da zu richten im Hintergrund. Wie Angelina Moser, die da auf Brüssel pilgert 100 Mal oder so. Und da bei denen gehen kann lieb Kind machen bei Brüssel und darum schon noch ganz die Schweiz reden und so. Solche Leute, so, wo da plötzlich. Oder da die Panzerfrau, da wie heisst sie aus dem Aargau, da, wo da die FDP-Frau, wo da irgendein Wehen manipuliert wird, für damit die Panzer an die Ukraine schicken und so. Da, ich finde, solche Leute müssen wir irgendein Wehen im Auge behalten, weil die größeren Schaden anrichten, weil man nicht erwartet, dass sie so handeln und so. Wenn man gerade so bei so unscheinbaren, eher leisligen, eher so ein ruhigeren Politikerinnen und Politiker sind, was haltest du von der Jacqueline Badran? Jacqueline Badran, die ist Universalgenie. Die meint zu allem etwas zu sagen, die weiß alles besser als alle anderen. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ist die mehr als Vorleute etwas Überhebliches. Und ich würde sagen, das ist das hässliche Gesicht von Kanton Zürich. Genau so, wie wir uns im Wallis die Zürcher vorstellen. So, genau so ist sie. Vor Leuten, besserwisser ist. Jetzt muss ich aber intervenieren als Zürcher, wo er sich. Ja, wieso? Die Zürcher haben doch so ein Image als Überhebliche. In der ganzen Welt alles besser, weil sie aus einer Großstadt kommen. Und wir kennen ja nicht so richtig große Stadt, aber Zürich ist immer jetzt eine große Stadt, internationale Stadt. Und da sind doch die immer das Gefühl, sie sind die alles wissen und so. Müssen wir doch nur in den Medien schauen. Wenn hier so ein kleines Furzskandal ist, dann wird das von den Medien hochgeblasen bis zum geht nicht mehr, weil alle Medienzentralredaktionen in Zürich haben die meisten. Und wenn es irgendwo sonst in der Schweiz ist, dann wird das bräuchte schon viel, bis das endlich mal so gross gespielt wird wie in Zürich. Was ist eigentlich jetzt aus deiner Sicht, aus der Außenperspektive selbstverständlich, was ist das Beste an Zürich?
Der See. That's it. Ja, der See ist wirklich schön hier. Nein, Zürich ist eine wunderschöne Stadt und ist international verankert. Das ist natürlich ein Flair. In Zürich ist im Gegensatz zur restlichen Schweiz eher, wenn du irgendwelche Innovationen auf der Welt hast, dann bist du hier auf Zürich gekommen. Ich habe das immer gestöhnt hier. Hier, die Leute hier in Zürich haben immer das neueste Handy. Das stöhne ich immer. Das neueste Handy, das neueste Laptop, das neueste Ding und so. Das haben die immer top. Und das Ding, da sind wir hinten schon genau im Wallis, nur mit den Klapphandys gewesen. Dann ist hier schon langsam das iPhone gekommen. Das finde ich lustig. Zurück zu den Politikern. Letzte Frage, Hubi. Wer ist der mit Abstand beste, die mit Abstand beste Politikerin von der Schweiz? Ja, also... Wir haben jetzt gerade vor von der Badran geredet, aber die Badran ist natürlich schon, hat politisch schon etwas im Kasten. Ich habe schon etwas zu tun. Und sie hat auch gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Gewicht, wenn sie etwas sagt, sprichwörtlich. Die hat schon von daher, die ist einfach mühsam, weil sie einfach vor Leuten ist und immer drehen und immer Menschen wissen das und dies und die und da. Aber von daher finde ich sie schon als Politiker, sie finde ich bin ich eigentlich total feig. Und nachher gibt es vom Ding her, ich habe das schon mal gesagt, der Pfister gefällt mir insofern als Politiker gut. Der hat nicht, der hat hemmig etwas zu sagen. Der sagt das und so, was er denkt und macht da. Und die Art, wie der seine BDP oder seine Partei da die Mitte positioniert hat da. Also ich hätte nicht geglaubt, dass die dass die Megan Holt, ich habe eher geglaubt, dass die noch mehr zu Loch im Brig haben jetzt, dass die Fusionsgewinne wieder zurückgehen, offenbar wegen die das behalten. Und das ist eine Leistung. Wie hat er das gemacht, vielleicht noch? Ich weiß nicht, geschickte Politik in der Kantine, irgendwie, haben die das Magel, ihr neues Label da, irgendwie zu verkaufen. Ob das funktioniert nicht überall. Also in Frankreich hat das nicht so groß funktioniert, neue Labels einzuführen. So. Man hat es immer probiert. Es sind irgendwie die Partien plötzlich verschwommen. Das ist sicher einer. Da gibt es ein paar, die da in dem Parlament nicht so schlecht politisieren. Aber es gibt auch ein paar, wo ich einfach. Sagen, ich weiß gar nicht, was sie da drin machen. Wer würdest du vielleicht sofort entlassen? Wer würdest jetzt du bist ja Stimm- und Wahlbürger, bist ja immer noch, du gibst den Auftrag eigentlich an die Politiker, für dich im Parlament Politik zu machen. Wer würdest du sofort entlassen? Das kann ich einfach nicht sagen, ich habe schon einen im Kopf. Das darf ich nicht sagen, das ist für den SVP. Ich will ihn nehmen. Nein, ich will nicht jemandem sagen, entlassen. Ich habe ja nicht die Übersicht, was sie genau machen, immer gerade so. Wir sehen, was sie in der Öffentlichkeit stehen und so. Wir sehen nicht, was sie noch sonst alles machen. Es sind nicht die, die am lautesten hören, die effizientesten sind in dem Parlament. Zum Beispiel wäre ich vom Norman gehört. Norman war nicht der grosse Star. Norman war ein höherer Bastler, der hinter den Kulissen da ständig da gemischelt hat und probiert, eine Mehrheit zu bekommen. Da gibt es der. Aber da gibt es aber so Sachen wie... Ich habe der, der dann angerutscht ist für die Esther Friedli. Der Götte heisst er, glaube ich, im Tug. Ich habe vorhin nachgedacht. Der hat sage und schreibe 27 Mandate. 27 Mandate. Also, bevor das der überhaupt im Nationalrat ist, hat er 27 Mandate gehabt. Normalerweise kommen die mit 0 Mandaten in den Nationalrat oder mit einem. Der ist schon mit 27 hineingekommen. Das ist schon ein Rekordhalter fast, neben dem Tessiner da, Regazzi und dem Schilliger von der FDP Luzern. Und da frage ich mich, wer vertritt er eigentlich noch? Wer vertritt er? Ich meine, die Leute sind mir doch sofort entlassen, die viele Mandate haben. Sie sind doch völlig überlastet. Auch der Philipp Matthias prägt, seitdem er in den Nationalrat ist, macht er eigentlich nur noch Mandat sammeln und so. Und ich finde, die haben viel zu viel um die Ohren. Also wenn es viel zu viel um die Ohren hat, muss man dann sagen, okay, lass doch den Nationalrat zu posten sein, dann kann der machen dann wie Mandate dann weiter. Super. Vielen Dank, Hubi. Hey, danke vielmals, für dass du Zeit genommen hast. Ihnen danken wir vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir sehen euch hoffentlich bald wieder, vielleicht nächste Woche. Macht es gut. Bis dahin bleiben Sie gesund und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Ciao zusammen.